Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag, Janine Wissler, hat Drohmails erhalten, unterzeichnet mit dem Kürzel NSU 2.0. Dies sei eine klare Bedrohung ihres Lebens, sagte Wissler der deutschen Presseagentur. Laut Frankfurter Rundschau standen in den Mails persönliche Daten, die nicht öffentlich zugänglich sind. Drohschreiben mit der Unterschrift NSU 2.0 hatte auch die Frankfurter Rechtsanwältin Basar Yildiz bekommen. Sie vertrat im NSU-Prozess Nebenkläger aus Familien der Opfer der rechtsextremen Mordserie. Ihre persönlichen Daten waren von einem Computer in einer Frankfurter Polizeidienststelle abgerufen worden. Dabei wurde eine Chatgruppe mehrerer Beamten mit mutmaßlich rechtsextremen Inhalten entdeckt.